Bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bet you know, bust like 44. When I spit that flow, cause we go hard. Like that shit, they hustle on the boulevard. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen Team of the Year Pack Opening von mir. Wie ihr im Hintergrund erkennen könnt, gibt es immer noch die 25.000 Münzen-Sets und natürlich auch die 15k-Sets. Die laufen in 2 Tagen und 4 Stunden ab und die in 4 Stunden 56 Minuten. Ich bin gespannt, wann die 50k-Sets kommen, die 35k-Sets und vielleicht sogar die 100k-Sets. Die werden wir natürlich auch öffnen. Heute werden wir erstmal vielleicht 1, 2, 25k-Sets ziehen und vielleicht ein paar 15k-Sets. Nicht so viele, das Video soll eher kurz, also nicht so lange gehen. Und ja, wir wollen auch nicht so viele Packs öffnen, weil halt noch die 100k-Sets, 50k-Sets und 35k-Sets kommen. Deswegen öffnen wir nicht so viel. Im ersten Pack haben wir erstmal Frank Lampard. Und dann schneide ich das ganze Video wieder, weil es halt nicht so lange gehen soll. Also sehen wir uns beim nächsten Pack wieder. Wir öffnen einfach mal eine 25k-Set, überspringen und haben Clichy. Ah, der war letztens erst in Form, den habe ich letztens erst in Form gezogen. Aber, ja, neue Team of the Week ist halt draußen schon länger. Ah, 3700 Münzen ist der Wert, den können wir mal schnell rausstellen. Da haben wir noch Traoré von AS Monaco gezogen, leider nichts wert. So. Passt da schon. Ja, den Rest können wir abstoßen. Ziehen wieder einen der 15k-Sets mit David Alaba drauf. Lassen die Animation mal durchlaufen und haben Klaas-Jan Huntelaar drin. Ah, schade, leider auch kein guter Spieler. Und sonst haben wir noch Matic drin und sonst, ja, sehen wir uns gleich wieder. Nächstes 15k-Pack überspringen. Rio Ferdinand. Und sonst Mangala noch drin. Und ja, wir werden wahrscheinlich nach dem Pack ein 25k-Set sehen. Also bis gleich. 25k-Set. Und der Ball dreht sich und wir haben Giroud drin. Unglaublich, können wir alles abstoßen. Das nächste 50k-Pack, 25k-Sets sind einfach scheiße, finde ich. Wir müssen doch jetzt mal einen guten Spieler haben und haben Joe Hart drin. Pepe Reina, Insigne und Jesse Rodriguez. James Rodriguez wäre besser. Aber kann man sich nicht alles aussuchen. Stellen Joe Hart hier nochmal rauf, vielleicht haben wir auch noch Duplikat gezogen. Hintern vielleicht. Muss natürlich erstmal laden. Naja, sehen wir uns wieder, wenn wir das nächste Pack öffnen. Wir werden noch ein, zwei Packs öffnen. Weiß noch nicht genau, wie viele wir noch ziehen werden. 15.000 Münze-Pack. Eden Hazard ist auf dem Cover. Jetzt müssen wir doch mal einen guten Spieler ziehen, überspringen. Yo, 84 Physis. Gutes Tempo. Ah, trotzdem nichts wert. Oh man. Duplikat leider auch nicht. Also, ja. Denkt mal, wir ziehen noch ein 15k-Pack und ein 25k-Pack. Das letzte 15k-Pack für dieses Pack-Opening wird geöffnet. Eden Hazard bringt uns Ben Arfa. Ah, das ist auch nichts wert. Also leider nichts Gutes. Müssen wir die Hoffnung in das letzte 25k-Pack setzen. Das letzte 25.000 Münzenpack steht an für dieses Pack Opening. Wir werden noch eins zu den Stürmern, also ich werde noch eins zu den Stürmern hochladen, das Pack Opening wahrscheinlich vielleicht heute Abend noch ganz spät oder morgen früh. Aber ich denke mal eher morgen. Und morgen kommt dann auch zum ganzen Team etwas. Ich weiß noch nicht, wann ich das alles hochladen werde, muss ich selber mal gucken. Jedenfalls öffnen wir noch zu diesen drei Stürmern die 50k-Packs. Vielleicht auch noch, wenn das 100k-Pack rauskommt, öffnen wir dann auch noch. Und dann ziehen wir noch zum ganzen Team
ziehen wir dann unsere Münzen bis ganz nach unten. Und dann müssen wir einfach einen blauen Spieler endlich gezogen haben. Aber, naja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber wie schon im letzten Pack-Opening erwähnt, die Hoffnung stirbt zuletzt das letzte 25k-Pack und wir haben Sven Bender. Oh, können wir alles abstoßen. Barclay noch da hinten. Naja, somit war's das von diesem Pack-Opening. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotzdem wir nur Scheiße gezogen haben. Unser bester Spieler war Clichy. Der war vor ein paar Tagen noch in Form, da habe ich ihn gezogen, leider nicht mehr in Form. Naja, was soll's machen? Wir machen noch ein paar Pack-Openings. Die Special Sets werden auch noch rauskommen. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, macht es gut und ciao!